Zuschauerinnen und Zuschauer. Der meiste von Ihnen hat Post heute das Weihnachtsmagazin von Coop verteilt. Neben interessanten Angeboten und praktischen Tipps kann man auch wieder verschiedene Rezepte vom Armin Amrain entdecken und ausprobieren. Das Magazin also unbedingt bis nach dem Festtag aufbehalten. Auch wir im Coop-Studio haben Festtagsrezepte vorbereitet, die Freude machen und bestimmt gelingen. Der Anfang macht heute, wie sich's gehört, eine Vorspeise. Andy? Richtig, es sind gefüllte Gräpfli mit Crevetten und Avocado. Grüß euch miteinander. Wir haben aber auch wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Noldi Forer. Salli Noldi. Salli Pascal. Noldi, du bist dieses Jahr am Eidgenössischen in Nyon Schwingerkönig geworden. Wie ich gehört habe, hast du den Titel jetzt für 3 Jahre. Was für Verpflichtungen bringt er mit sich? Also ich werde jetzt häufiger für Autogrammstunden aufgeboten und kann so Preise übergeben. Und an anderen Veranstaltungen wäre ich eingeladen, die ich sonst nicht will. Kann man den Schwingen professionell betreiben oder musst du nebenan noch etwas anderes machen? Nein, vom Schwingen allein kann man leider nicht leben. Und darum muss ich eben, wie man hier sieht, 100% als Käse arbeiten. Heute wird bei uns nicht geschwungen, sondern gekocht. Du darfst aber auch zupacken und am Ende helfen. Bitte schön. Zuerst gibt es aber noch ein paar Informationen. Exotische Früchte präsentieren sich zurzeit besonders reichhaltig in unseren Läden. Köstlichkeiten aus allen Herren Ländern, die nicht nur der Gaumen, sondern auch das Auge erfreuen und gut zu den Crevetten passen, die der Noldi und der Andy nachher noch fürs Rezept brauchen. Neben tiefgekühlten Fisch und Meeresfrüchten bekommen Sie in grösseren Coop-Läden auch frische Fisch, Krustentiere und Crevetten. Im Offenverkauf oder abgepackt wie die Lachsfilet oder Lachstranchen aus biologischer Fischzucht von Coop Naturaplan. Und jetzt schauen wir uns zusammen das Rezept an. Bitte Noldi und Andy. Die tiefgekühlten Crevetten im Kaltwasser gut auftauen, gut abtropfen. Und Gräpfli für die Form auspressen. Die andere Gräpfli schön filetieren für die Füllung. Avocado schälen, halbieren und Steine entfernen. Ein Avocado in Scheiben schneiden. Die andere Avocado für die Garnitur in Schnitzen schneiden. Beides sofort mit Gräpfrisaft beträufeln, damit das Fruchtfleisch nicht anläuft. Für die Soße alle Zutaten nach dem Rezept der neuen Coop-Zeitung miteinander verlieren. Dann die Crevetten, die Avocado und Gräpfrifilet dazugeben und gut mischen. Die Füllung in die beiden Gräpfrischalen füllen und mit Avocadoschnitz und Kürbiskernen garnieren. Vor dem Servieren mit Schnittlauch bestreuen. Man kann natürlich die Vorspeise ein paar Stunden vorher vorbereiten und abdeckt im Kühlschrank aufbewahren. Viel Vergnügen beim Ausprobieren und einen guten. Einen guten. Danke, Andy und Noldi. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage heisst, woher kommt der Lachs von Coop Naturaplan, der nach der Richtlinie von BioSuisse gezüchtet wird? Aus Irland, aus Portugal oder aus Alaska? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Irland. Und damit ein Wochenende für 4 Personen im Europapark Rust gewonnen hat. Der Herr Gaudenz Hug. Herzliche Gratulation. In diesem Gewinn enthalten ist der Eintritt für 2 Erwachsene und 2 Kinder, das Übernachten mit Frühstück und sämtliche Attraktionen aus dem neuen Winterprogramm vom Europapark Rust. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, Noldi, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Danke vielmals fürs Kommen. Zum schönen Essen passt auch ein schön deckter Tisch. Auf was muss man beim Tischdecken schauen, Andy? Tischdekorieren ist eigentlich eine individuelle Sache. Wichtig ist, dass man selber Freude daran hat und dass man sich wohlfühlt dabei. Es gehören natürlich Kerzen, schöne Servietten wie auch Blumenschmuck dazu. Das 12-teilige Geschirrset Animato offeriert Ihnen Coop jetzt mit 1500 Superpunkten für die Superprämie. Morgen ist Santi Klaus. Ich hoffe, dass Sie brav waren und wir uns in einer Woche wieder sehen bei einem weiteren Festtagsrezept.
In diesem Fall sage ich schönen Sammy Klaus und auf Wiedersehen miteinander.